und herzlich willkommen bei DSTV. Mein Name ist Emma Stapel und ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung aus unserer Reihe Nachgefragt. Am 23. Juni stimmte in Großbritannien eine Mehrheit von knapp 52% für den Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union. Nun liegt es an der britischen Regierung, das Votum der Wähler für einen Brexit umzusetzen. Das Referendum auf der Insel hat die unterschiedlichsten Reaktionen ausgelöst, auch bei den Zuschauern von DSTV. Wir haben Ihre Fragen an den NPD-Europaabgeordneten Udo Vogt weitergegeben. Seine Einschätzung der Lage sehen Sie im folgenden Bericht. Ja, was für eine nette, charmante Überraschung. Willkommen. Lieber Udo Vogt, zunächst einmal eine allgemeine Frage, die uns ein Zuschauer aus Bad Doberan geschickt hat. Wie bewertet die NPD das Ergebnis des Referendums in Großbritannien? Naja, zunächst einmal war es für mich ein freudiger Tag. Ich habe den begonnen mit einem Sektfrühstück, was ich schon einige Jahre nicht mehr gemacht hatte. Und die NPD ist sicherlich die einzige Partei in Deutschland gewesen, die dies begrüßt hat, Glückwünsche nach England geschickt hat. Ich habe meinen Kollegen von der UKIP-Partei im Europaparlament dazu gratuliert und zu dieser Entscheidung, wo die Briten neue Zeichen gesetzt haben für ganz Europa, denn dieses Europa der Banken und Spekulanten kann nicht unsere Zukunft sein. Und ich hoffe, dass diese Entscheidung der Briten eine Entscheidung für eine bessere Zukunft ganz Europas ist. Die nächste Frage hat uns eine Zuschauerin aus Halle geschickt. Der politische Kopf der Brexit-Kampagne, Nigel Farage, hat kurz nach der Volksabstimmung seinen Austritt erklärt. Besteht nun die Gefahr, dass der Brexit verschleppt wird? Na, das denke ich nicht. Man wird sich in Europa nicht wieder erlauben, so lange zu wählen, bis die Wahlergebnisse passen. Und die britische Regierung hat ja auch eindeutig erklärt, dass es keine Neuabstimmungen geben wird. Die Premierministerin, die neu gewählte Premierministerin May, hat darüber hinaus klargemacht, dass sie den Willen des Volkes umsetzen wird. Und was wir jetzt am meisten befürchten, ist natürlich, dass der Druck Europas über Juncker und Merkel so stark aufgebaut wird, dass der Eindruck entsteht, dass viele andere Länder Angst davon vorhaben, auch auszuscheiden, weil dann die Nachteile, die Vorteile überwiegen. Aber ich hoffe, dass die vielbeschworene Solidarität in Europa dies nicht zulassen wird. Ein Zuschauer aus Anklam fragt, ob nach dem Brexit nun auch der Dexit, also der Austritt Deutschlands, auf die Tagesordnung gesetzt werden sollte. Eine gute Frage, aber dann sollte eben dieser Zuschauer aus Anklam dafür sorgen, dass sich die Mehrheiten in Deutschland ändern, wie hoffentlich viele der Zuhörer tun werden. Denn die Etablierten haben vor nichts mehr Angst als davor, dass das Volk etwas zu sagen hat und haben aus diesem Grund in unserer Verfassung keine bundesweite Volksabstimmung vorgesehen. Das heißt also, die Etablierten können beruhigt weiterschlafen, solange sich die Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag nicht ändern werden. Und die Europäische Union bevormundet ganz massiv die Staaten. Ich selber bekomme es ja auch mit im Europaparlament. Die EU-Kommission entscheidet und im Wesentlichen darf das Parlament hinterher diese Entscheidungen nur abnicken. Ich erfahre meist eine Woche, bevor ich nach Straßburg oder Brüssel fliege, über was in der kommenden Woche positiv abgestimmt wird. Und es ist klar, dass positiv abgestimmt wird, weil die Mehrheitsverhältnisse im Europaparlament auch klar sind. Der faktische Wegfall der Grenzkontrollen in Europa war gewollt, weil Europa eine Politik betreiben will, wie der Vizepräsident Timmermans erst vor wenigen Wochen erklärt hat, die Überalterung Europas durch Massenzuwanderung zu ändern. Und das ist eigentlich das Dramatische, dass die Solidarität in Europa hier Gott sei Dank oder zum Glück nicht wirklich funktioniert, weil die Staaten Europas sich darüber hinweggesetzt haben und die Grenzen selber geschlossen haben und eine andere Politik betreiben, als das eigentlich Europa tun müsste. Die währungspolitische Verknüpfung der einzelnen Mitglieder lässt diese kaum noch ausbrechen. Sie sind in dieses Banken- und Spekulantensystem eingebunden. Jetzt schreit schon Italien wieder nach 160 Milliarden Euro Hilfe. Es wird ein ähnlicher Plan wahrscheinlich wie mit Griechenland ausgeheckt. Letztendlich darf der deutsche Steuerzahler dies alles wieder bezahlen und die vielbeschworene Solidarität funktioniert nicht. Am 5. Oktober haben wir im
Europaparlament beschlossen, dass die 160.000 bis dahin auf Lesbos und in Lampedusa eingetroffenen Flüchtlinge auf die 28 Staaten verteilt werden nach einem Verteilerschlüssel. 160.000. Der Stand von vorletzter Woche war, dass bis jetzt 946 umverteilt worden sind von diesen 160.000. Woran das liegt? Es liegt ganz einfach daran, weil viele Staaten eben den Verteilerschlüssel nicht annehmen und sagen, wir wollen die Flüchtlinge nicht. Die Flüchtlinge dürfen sich selber aussuchen. In bestimmte Länder sagen sie, da wollen wir gar nicht hinreisen, denn wir wollen nach Deutschland, Schweden oder Dänemark. Das sind eben die begehrtesten Länder. Und jetzt hat sich die EU-Kommission etwas Neues einfallen lassen für die Flüchtlinge, welche also nicht umverteilt werden können, soll jeder Staat entsprechend seiner Quote pro Person 270.000 Euro bezahlen. Das heißt, wir wissen jetzt auch, was ein Flüchtling kostet oder was ein Menschenleben wert ist und welche menschenverachtende Politik die EU letztendlich betreibt. Ich denke, dass die Völker Europas so schnell wie möglich aus der EU austreten sollten. Dublin funktioniert nicht mehr, Schengen funktioniert nicht mehr. Die Völker haben die Sicherung ihrer Grenzen bereits selber in die Hand genommen. Und die Zukunft Europas liegt in einer Kooperation freier Völker, freier Nationalstaaten, die selbst darüber befinden, wie die Zukunft ihres Volkes geregelt wird. Und in diesem Zusammenhang halte ich es für besonders wichtig, dass diese Staaten nicht nur aus der EU, sondern auch aus der NATO austreten und ein eigenes europäisches Verteidigungssystem unter Einschluss Russlands schaffen, um endlich die Amerikaner von diesem Kontinent zu verdrängen. Europa muss seine Zukunft selber in die Hand nehmen und darf dies nicht den Banken oder Spekulanten überlassen. Lieber Udo Vogt, wir danken Ihnen für die Beantwortung der Zuschauerfragen. Gerne. Wenn auch Sie Fragen an uns haben, die wir bei Nachgefragt einmal klären sollen, lassen Sie mir diese bitte zukommen. Gerne auch direkt über meine Facebook-Seite. Ansonsten freuen wir uns auch weiterhin über Ihre Unterstützung. Entweder mit einem Abo der Deutschen Stimme oder einer Spende an die am Ende eingeblendete Bankverbindung. Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Machen Sie es gut, Ihre Emma Stapel.